Das ist das Sams. Einmal im Film und dann so, wie es sich der Schriftsteller und Maler Paul Maar vor vielen Jahren ausgedacht hat. Das Sams ist also ein merkwürdiges Wesen, das, wie der Name schon sagt, am Samstag kommt. Und es sucht sich ausgerechnet einen ganz schüchternen, ängstlichen Menschen aus, bei dem es bleiben will. Herrn Taschenbier. Und da es das genaue Gegenteil ist von Herrn Taschenbier, entsteht natürlich daraus ein Konflikt und die Spannung der Geschichte. Die Geschichte ist deshalb so spannend, weil das freche Sams das Leben des schüchternen Herrn Taschenbier mit viel Blödsinn durcheinander bringt. Klar, dass die beiden deshalb auch ständig aneinander geraten oder, wie Paul Maar sagt, Konflikte haben. Doch gerade dadurch hilft das Sams Herrn Taschenbier auch, mutiger zu werden. Wie kommt nun Paul Maar gerade darauf, Gestalten wie Herrn Taschenbier und das Sams zusammenzubringen? Warum hat er sich die Geschichte ausgedacht? Als Kind war ich, denke ich, eher wie der Herr Taschenbier, deswegen kann ich ihn auch so genau beschreiben. Und deswegen habe ich mir oder ihm auch so diese Gegenfigur erfunden, dieses Sams, was so selbstbewusst ist und so mutig und so frech und alles tut, wozu es Lust hat, dass ich denke, so ein Wesen hätte ich als Kind gerne gehabt. Und deswegen habe ich es mir als Erwachsener einfach dazu erfunden. Du hast ja auch noch nie einen Sams mit Wunschpunkten gehabt. Mit Wunschpunkten? Na, die hier. Du weißt doch, immer wenn du dir was wünschst, verschwindet ein Punkt und dein Wunsch geht in Erfüllung. Mach du nur blöde Witze. Doch Paul Maar hat sich nicht nur das Sams ausgedacht, sondern auch viele andere Geschichten für Kinder. Ein ganzes Bücherregal voll. Viele davon sind in fremde Sprachen übersetzt worden, da ist sogar Japanisch mit dabei. Wenn einer so viel für Kinder schreibt, hat er da auch selbst viel als Kind gelesen? Ich habe zwar sehr gern gelesen, aber meistens heimlich unter der Bettdecke. Ich hatte nämlich einen Vater, der war nicht so lesebegeistert. Der hat dann eher gemeint, ach, ich sehe, du hast nichts zu tun, leg mal dein Buch weg und nimm mal den Besen. Und am Sonntagnachmittag durfte ich vielleicht lesen. Deswegen hatte ich gar nicht besonders viele Kinderbücher. Aber ich habe ganz gerne erzählt und gerne auch geschrieben, manchmal sogar in ein kleines Heft eigene kleine Geschichten. Und ich hatte einen Großvater, den Vater meiner Mutter, der auch sehr gerne Geschichten erzählt hat und der das gefördert hat. Eigentlich war Paul Maar früher Zeichenlehrer. Doch seinen eigenen Kindern hat er immer ganz viel vorgelesen und viele Geschichten erzählt. Und irgendwann hat er die Geschichten aufgeschrieben. Daraus wurde dann ein richtiger Beruf, Schriftsteller. Ein neues Sams-Buch schreibt er gerade nicht. Schade für die Sams-Fans. Aber auch ein Schriftsteller muss manchmal erst auf gute Ideen warten, bevor er eine Geschichte aufschreiben kann. Die besten Ideen zu meinen Geschichten habe ich eigentlich meistens morgens direkt, also unmittelbar nach dem Aufwachen. Dann weiß meine Frau auch schon, wenn ich plötzlich aus dem Bett renne und mich hierher setze und irgendwelche Notizen mache, ach, jetzt hat er eine Idee und ist gar nicht erstaunt. Ich versuche möglichst diszipliniert zu arbeiten. Was heißt das? Das heißt, dass er nicht rumtrödeln kann, sondern ganz regelmäßig schreiben muss. Das ist fast wie in der Schule, mit Stundenplan und Hausaufgaben. Mittags geht er dann immer spazieren, natürlich mit Notizblock für neue Ideen. Doch woher weiß er, was gerade Kinder gerne lesen? Man braucht sicher viel Fantasie, aber ich denke, die Hauptvoraussetzung ist die, dass man das Kind in sich bewahrt hat, dass man genau sich erinnert, wie das war, wenn man als Kind mal von einem Erwachsenen beleidigt worden ist oder wenn man sich ganz besonders gefreut hat. Und dieses Kindgefühl in mir selbst, das hole ich hoch, wenn ich für Kinder schreibe. Paul Maar bekommt viele Briefe von Kindern. Er beantwortet sie alle. Schließlich ist er ja manchmal froh, wenn er Tipps von seinen Lesern bekommt.